Ist nicht wahr, oder? Gewählte Nummer ist nicht vergeben. Die Nummer stimmt, ne? Die Nummer stimmt. Ich frage die Kollegen nur noch mal, die hier im Hintergrund drehen. Das war genau dieselbe Nummer, auf die ich ihn vor ein paar Tagen noch erreicht habe. Jetzt abgeschaltet. Wir haben natürlich auch keine E-Mail bekommen, in der er irgendein Beweis dafür vorlegt, dass diese Materialien an unsere Zuschauer gegangen sind. Ich glaube, da macht sich jemand vom Acker, seitdem wir an der Geschichte dran sind. Haben wir denn nicht noch eine andere Nummer von ihm? In den gefälschten Unterlagen finde ich eine und rufe an. Sprechen will ich mit Herrn H., der sich seinen Kunden gegenüber aber als Herr L. ausgibt. Hallo, wer spricht da? Sie haben mich doch angerufen. Ja, ich suche den Herrn H. Das bin ich nicht. Okay, wissen Sie, wo ich den erreichen kann? Unter welcher Nummer? Keine Ahnung. Um was geht's denn bitte? Woher haben Sie meine Nummer und weswegen? Ihre Nummer habe ich ja aus einer Unterlage, die mir vorliegt. Wissen Sie denn, wo ich den Herrn erreichen kann? Keine Ahnung. Nö, warum? Sind Sie Herr L***? Nur so ganz kurz zur Erklärung. Worum geht es jetzt genau, wenn Sie schon anrufen? Es geht um die Firma, die wir versuchen zu erreichen. Und deswegen frage ich mich, ob das Ihre Firma ist oder ob Sie einfach nur L*** heißen. Ich heiße einfach L***. Ach so, und Sie haben mit der Firma L*** nichts zu tun? Ich kann Sie echt nicht verstehen. Sagen Sie noch mal bitte. Ich habe echt keine Ahnung von nichts. 0,0. Vielleicht eine falsche Nummer. Kann das sein? Naja, die falsche Nummer nicht, weil ich habe die hier aus der Gewerbemeldestelle beim Ordnungsamt Wiesbaden. Da ist die Firma als hier eingetragen. Also Philipp, das sind Sie, ne? Ja. Okay, und Sie kennen aber auch Herrn, richtig? Okay, aber machen Sie mit dem jetzt noch Geschäfte oder nicht mehr? Weil irgendwie müssen wir ja an diese Firma rankommen, wissen Sie? Das ist das Problem. Aufgelegt. Sind Sie auch so verwirrt wie ich? Ich meine, und wir beschäftigen uns jeden Tag mit dem Fall. Also es gibt einen Herrn L***mann. Das ist aber nicht der, hinter dem wir her sind. Die tauschen vielleicht die Namen, vielleicht die Zuständigkeiten, vielleicht die Firmen. Am Ende sind unsere Zuschauer, die junge Familie Golovko, die Geschädigten. Und für die müssen wir da was rausholen. Zumindest einen dieser Herren noch mal treffen. Weil der Herr, mit dem wir telefoniert haben, der taucht ja ab. Der verschwindet ja. Der hat ja Angst vor uns bekommen. Eigentlich gut so. In diesem Fall bloß blöd für die Zuschauer. Familie Golovko hatte den Auftrag an Herrn L. vergeben. In Wahrheit heißt der Mann aber nicht L., sondern H. Dem Auftrag folgte eine Anzahlung. Mit dem Geld sollte der Handwerker Material beschaffen. In einem Telefonat beteuerte er, dass er das Material sogar geliefert hat. Ein Beweis dafür bleibt er mir schuldig. Fakt ist, seine Gewerbeanmeldung ist gefälscht. Eine Firma, L.I.T., existiert de facto nicht. Und das Ehepaar Golovko hat meiner Meinung nach Anspruch auf 13.650 Euro. Beide Telefonnummern sind tot. Die Spur ist kalt. Ich habe einen letzten Strohhalm. Die Wiesbadener Adresse des Firmensitzes aus der Rechnung. Und zu der begebe ich mich jetzt. Was sollen wir denn tun? Wir vermitteln ja auch gerne, wenn es Missverständnisse gibt, wenn vielleicht wirklich Material da ist. Da gibt es ja um viele tausend Euro für diese Smart-Home-Installationen der Familie Golovko. Hat er geliefert? Er hat uns bis heute, und das ist jetzt schon 3 Wochen her, dass wir ihn zum ersten Mal telefonisch kontaktiert haben, keinen Beweis dafür liefern können. Vielleicht ja heute. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Papiere. Mal schauen, ob er in seinem Büro ist. Es ist ja interessant, da stehen alle Namen da drauf. Die Namen, die ich kenne aus den gefälschten Gewerbeanmeldungen, die Namen, die ich kenne aus den gesperrten Unternehmen von der Handwerkerplattform, ein Firmenname, ein Privatname. Das wirkt schon sehr, sehr dubios und sehr unseriös. Wohnt da jemand? Es ist ein Unternehmen, es ist eine Firma.
wer macht da was, legal oder illegal. Öffnen tut heute keiner. Gut, dann müssen wir uns ins Auto setzen und warten. Auch das gehört zu meinem Job. Warten. Auf den Mann, den die Handwerkerplattform wegen Vorkassebetrugs gesperrt hat. Und diesen Mann hier suchen wir. Einzig Lockvogel Nils hat bislang sein Gesicht gesehen. Auch hier verlangte er eine Anzahlung. Meine Geduld zahlt sich aus. Nach 2 Stunden kommt er aus der Haustür. Wir wollten telefonieren. Ich fasse Sie nicht. Ich hau Ihnen ein paar volles Maul. Bitte was? Schauen Sie doch mal, wir wollen doch nur mit Ihnen über dieses Papier reden. Sie wollten es mir doch schicken. Wo ist es denn? Bitte. Geht Sie gar nichts an. Aber Sie wollten es mir doch schicken. Sie sind es doch schuldig. Wo sind die Papiere? Wo ist der Beweis? Wo ist er? Naja, was soll ich sagen? Ich schwöre Ihnen, ich hau Ihnen aufs Maul. So kann man natürlich Geschäfte auch betreiben. Der Mann ist uns eine Antwort schuldig, ein Beweis dafür, dass er seine Geräte bestellt hat. Ganz im Ernst, wer glaubt das? Erst recht nicht seine Kunden, die immer noch auf Tausende von Euro warten. Ich schwöre Ihnen, ich hau Ihnen in die Fresse. Auch eine Art und Weise, die ich nicht so stehen lasse. Drohungen. Ich brauche aber Fakten und eine Rückzahlung an meine Zuschauer. So, wir bleiben an dem Mann jetzt dran. Der hat uns versprochen, einen Nachweis, einen Beleg dafür zu liefern, dass er diese Vorauszahlung von der Familie Golovko zu Recht erhalten hat. Der ist ja bis heute ist er denen schuldig geblieben. Entschuldigung, ganz einfach. Warum wollen wir denn nicht mal sprechen? Warum können wir denn nicht mal sprechen miteinander? Sie wollten mich doch anrufen. Herr, Sie wollten mich doch anrufen. Hallo. Gesprächsbereitschaft sieht anders aus. Wenn er die Beweise erbringen könnte, dann sollte ein Gespräch mit mir doch das Einfachste der Welt sein. Also, noch ein Versuch. Warum können wir denn nicht mehr miteinander reden? Was soll denn der Quatsch hier? Sie wollten mir was schicken. Er verkriecht sich in seinem Auto. Keine Chance für mich. Was sind Sie denn für ein Feigling? So, also, wir können ja nichts tun. Der Mann versteckt sich vor uns, er fährt weg von uns, das ist ein Privatgrundstück, da kommen wir nicht drauf. Er ist uns nicht nur Antworten schuldig geblieben, Unterlagen schuldig geblieben. Da muss ein Anwalt jetzt einen Titel holen und dann muss der Gerichtsvollzieher kommen. Zwischenzeitlich hatte ich Hoffnung, dem Ehepaar Golovko den Rechtsweg ersparen zu können. Aber am Ende habe ich leider keine frohe Kunde für die beiden. Aber die beiden haben eine für mich. Ihr Töchterchen ist da. Hallo, herzlichen Glückwunsch. Ihr seid jetzt zu dritt. Ja, ich habe eine Kleinigkeit mitgebracht. Das hier ist für dich. Oh, wie süß. Leg ich mal dazu. Ich komme leider mit leeren Händen. Ja, er hat uns versprochen, dass er Beweise dafür vorlegen kann, dass angeblich das Material bei Ihnen schon steht. Er hätte das von Ihrem Geld bezahlt. Er wäre in Vorleistung gegangen. Und wir haben nun wirklich Telefonkontakt gehabt. Und als wir ihn jetzt vorhin getroffen haben, war davon nicht mehr die Rede. Ganz im Gegenteil, da wurde er richtig frech. Kurz und gut, wir haben das Gefühl, es gibt viele Indizien dafür, dass Sie betrogen worden sind und dass wir alle, Sie und wir, belogen worden sind. Ja. So viel, glaube ich, kann ich festhalten. Wir haben nie etwas unterschrieben, dass wir irgendwas erhalten haben. Und es war auch nie was abgestellt worden auf der Baustelle. Und das kann auch jeder bestätigen. Ich kann Ihnen jetzt nur den weiteren Rechtsweg ans Herz legen. Anwalt. Mahnbescheide, Vollstreckungsbescheide, alles, was dazu gehört, bis ein Gerichtsvollzieher, die Adresse kennen wir ja, dort aufkreuzt und sich das Geld mitnimmt. Ich glaube, das ist der einzige Weg,
den Sie gehen können? Das Ganze liegt bei der Staatsanwaltschaft Wiesbaden. Und so wie ich das einschätzen kann, ist das angenommen worden. Und mit Interesse wird das weiterhin verfolgt. Es tut mir leid, dass ich nicht mehr habe tun können, das gerne Geld oder Ware übergeben. Das war uns nicht möglich, aber wir haben, glaube ich, gemeinsam einen vom Markt genommen. Das ist anderen nicht mehr passiert. Das ist richtig, ja. 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 Vielen herzlichen Dank. Das ist, Dankeschön. Sehr, sehr, sehr gerne. Euch dreien alles Gute und Ihnen noch mal den Tipp, wenn es zu irgendwelchen Absprachen vertraglicher Art mit Handwerkern kommt und es geht um das Thema Vorauszahlung, Vorkasse, das ist durchaus nicht unüblich. Die Frage ist nur, in welcher Höhe. Und am allerbesten die Vorkasse nie über 15 bis 20% steigen lassen. Dann geht man einigermaßen auf Nummer sicher.